Lieben, wieder mal ein Baby-Update. Heute ist Jessie 4 Monate alt. Es ist wirklich Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wieder 2 Monate her, nach dem letzten Baby-Update. Und hat sich sehr viel getan. Also kurz nachdem ich das andere Video abgedreht hatte, hat sie sich gedreht, ganz spontan, von Rücken in die Bauchlage. Und seitdem dreht sie sich immer direkt auf den Bauch und möchte auch immer auf dem Bauch liegen und alles entdecken, alles erkunden, mit ihren Händchen alles greifen und versuchen. Nimmt auch schon alles in den Mund und egal, was sie erreichen kann mit ihren Fingern, das wird sofort untersucht und festgehalten und bespielt. Ja, mittlerweile erkennt sie ihre Familie auch schon und macht mit ihren Geschwistern Quatsch, mit Jamie und Julie und mit uns. Also schon ein richtiges kleines Baby, ne? Richtiges Baby? Ja! ja, und erkennt auch schon, wenn fremde Leute sie auf den Arm nehmen, was hier ja fast täglich so ist. Wer schon mal hier war oder in Asien generell, der weiß das ja, die Thais, sie nehmen die Babys gerne mal auf den Arm und tragen sie durch die Gegend. Und ja, dann guckt sie aber auch schon, wo ist Mama und Papa. Und dann möchte sie auch schnell wieder zurück zu uns. Ist gerade am liebsten bei der Mama. Und fängt an, jetzt echt zu fremdeln. Das merkt man ganz stark. Ja, was sie jetzt total gerne macht, ist im Wasser patschen. Das hat sie vor ungefähr 2 Wochen rausgefunden, dass es ja echt viel Spaß macht. Da hatten wir sie in der Wanne sitzen und das Video könnt ihr hier sehen. Und da fing sie an, total wild rumzupatschen und und auch im Meer. Inzwischen ist sie da auch immer mit dabei im Meer, wenn wir im Meer schwimmen sind. Und das liebt sie auch total. Da ist schon, wenn wir schon auf dem Weg zum Wasser sind, dann wird es schon wild gestrampelt und dann freut sie sich schon. Und dann wird da echt rumgepatscht. Mit richtig viel Spaß dabei, ja? Ja, ansonsten ist sie gerade echt interessiert, wenn wir irgendwas essen. Da würde sie, glaube ich, am liebsten auch schon mal probieren. da überlegen wir uns gerade, ob es Sinn macht, vielleicht bald mal ans Essen ranzuführen. Also mal anfangen mit Möhre vielleicht oder Kartoffel klein gemixt. Ja. Ja, inzwischen, wenn sie auf dem Bauch liegt, dann möchte sie auch schon sich fortbewegen, kann die Beine schon richtig anziehen und ich denke mal, da wird es auch nicht mehr lange dauern, bis sie das raus hat. Also ist sehr früh dabei, hat sehr eilig, leider. Ja, ansonsten ist sie echt ein ganz zufriedenes Baby und immer glücklich. Sie lacht ganz viel, lacht jeden an, lacht uns an und meckert eben echt nur manchmal, wenn sie Hunger hat. Und ansonsten ist sie echt total gechillt, nach wie vor. Ja, und ist eben echt gerne mit dabei. Ja. Am liebsten immer mittendrin, guckt sich immer gerne an, was wir alle so machen und genau, das war mein kurzes kleines Update. Die Zeit vergeht echt viel zu schnell, jede Mama kennt das sicherlich und ja, wir genießen noch unsere Zeit hier auf Koh Phangan, haben noch ein paar Wochen und dann mal schauen, wo es weiterhin geht. Ja, wenn es gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und auch gerne Kommentare schreiben. Ansonsten haben wir noch die anderen Videos, da könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Wenn ihr wissen möchtet, wie wir so unterwegs sind auf Koh Lanta aktuell. Dann viel Spaß euch, danke fürs Zuschauen und bis bald, eure June. Und Jessie, bye bye. Mir. Bye bye. Bye bye.